Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal sagen, dass ich das wirklich beschämend finde, dass Sie nicht sich entschließen können, die Gewerkschaften einzuladen und ihnen ein öffentliches Forum zu geben im Ausschuss, genauso wie Sie es gemacht haben mit der IHK, der Handwerkskammer. Und es ist natürlich totaler Quatsch, dass es nicht die Arbeitnehmervertretung ist. In der IHK und in der Handwerkskammer sind die Unternehmen organisiert und nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir haben nicht wie in Österreich eine Arbeiterkammer, wo alle Beschäftigten organisiert sind. Das gibt es nicht in Deutschland. Das Pendant sind die Gewerkschaften als die Tarifpartner, die mit den Unternehmen sozusagen am Verhandlungstisch sitzen und die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Das tut die IHK nicht. Das ist einfach Unsinn, was ich hier erzähle. Und ich möchte noch mal sagen, es ist ja schön, wenn Sie Hintergrundgespräche führen, aber machen Sie es vielleicht mal öffentlich und sagen, wo und was Sie besprechen, mit wem Sie besprechen. Das ersetzt aber nicht, dass in einer Ausschusssitzung der Stadtverordnetenversammlung Menschen zu Wort kommen, um deren konkrete Arbeitsplätze es ja auch geht. Und wenn man sich VW als Beispiel anschaut und sich anguckt, was die Betriebsräte und die vorgeschlagen haben, um aus der Misere herauszukommen, dann ist es eben ein totaler Unterschied zu dem, was die Arbeitgeberseite vorschlägt, nämlich die Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung aufzunehmen und Betriebs- und ganze Unternehmen zu schließen. Das ist doch keine produktive und sinnvolle Zukunftslösung. Da muss man sich dann schon mal anhören, was zum Beispiel die IG Metall zu sagen hat. Und natürlich bezieht sich das auch auf unsere Region. Und ich finde, es steht uns total gut an, das auch tatsächlich zu formalisieren. Frau Koch, Sie haben in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion gesagt, Sie wären offen für die Vorschläge der Gewerkschaften. Das ist super. Nach der letzten Ausschusssitzung, als ich wirklich geplättet war, dass Sie den Antrag gestellt haben, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, haben Sie mir dann auf direkte Nachfrage gesagt, Sie werden ja Unternehmerin und Gewerkschaften wären nicht mit ihr. Jetzt sind Sie doch interessiert, das ist super, aber das ersetzt eben, wie gesagt, nicht die formelle Einladung. Und ich finde, Respekt gegenüber den Beschäftigten und ihren Organisationen gebietet es, dass wir sie einladen.